Willkommen bei mir, dem Thorsten Rad Toto, beim Clan Lastofus. Immer noch mit dem Rathaus-Szene hier und der Clan war so gnädig und hat mich hier mit in den Clan-Krieg reingenommen. Ja, danke, dass sie so gnädig waren, aber ich wusste gar nicht, von welchem Account ich heute überhaupt eine Folge drehen soll. Denn einerseits hat es mich natürlich super gefreut, dass mich der Clan mit in den Clan-Krieg genommen hat als Rathaus-Szener, denn die Übermacht der Elfer ist hier sehr, sehr groß. Und das haben wir hier auch im Clan-Krieg gesehen. Denn auf unserer Seite hier sind es einiges, was engineert ist und auch einiges, was voll durchgemaxt ist. Das, was wir allerdings hatten, wir hatten schon schlappe 8 Angriffe weniger, denn wir sind hier unten. Jetzt muss ich eben mal schauen. Ah ne, das ist ja die Gegnerseite. Wir sind hier unten, ich glaube, es ist ab die Nummer 17. Ab Nummer 17 hier sind wir, ich bin der einzige Zehner, glaube ich, so wie ich das gesehen habe. Ich war der Zehner hier. Und danach hatten wir noch einen Zehner, okay. 18, ja, ist ein Zehner, allerdings ohne, ihr seht das hier, ohne Infernos. Und dann haben wir 2 Neuner gehabt. Der Gegner hatte durch die Bank, das fand ich auch, habe ich auch noch nie so erlebt, der Gegner hat durch die Bank Rathaus Elfer Accounts, allerdings ist der hier unten jetzt auch, ist natürlich ein Elfer, aber es ist einer, der auch versucht hier zu engineeren. Aber wenn wir jetzt schon sehen, das war die 20. Base und dieses hier ist die 19. Base. Ja, also bockschwer. Ne? Mit 4er sind das 4er, ne, es sind sogar 5er Infernos, 2er Adler und der Rest ist RH10, RH11, also unmöglich für meine Truppen da irgendwo durchzuringen. Und deswegen bin ich eigentlich ein bisschen froh gewesen, dass ich wenigstens auf die 19 hier, ich habe einen Stern geholt, was natürlich viel zu wenig ist. Und ich kann aber auch keinen Stern mehr holen hier oben. Also auch hier müsste ich jetzt jemanden dreiern und ihr habt ja gesehen, die 19. war schon nicht einfach. Deswegen habe ich mir gedacht, damit ich wenigstens den Angriff mache, auch wenn ich hier dann einen Rausch misskassiere, mache ich die 20. Base hier, die wurde schon von unserem 12. erledigt, von Isabella. Und wenn ich mir Isabella mal anschaue, wir schauen jetzt mal in unser Team hier rein, dann werden wir sehen, dass die Isabella auch ein Rathaus 11 ist, allerdings mit richtig schwachen Helden, aber Drachen auf 6. Ja, und mit mindestens 240 Truppen, denke ich mal, 260, weiß ich nicht, ob sie die schon hat. Also weiß ich nicht, was der Clan jetzt davon hält. Ich will aber diese Base hier machen. Ich habe jetzt eine volle Truppe. Ich scoute einfach mal, ob ich die nicht auch geschafft hätte. Das ist jetzt eigentlich die Frage. Und ich denke mal, ich kann mir die Frage fast selber beantworten. Und ich denke mal, ja, ich hätte sie vielleicht geschafft. Ich attacke die jetzt einfach mal. Hier seht ihr meine Truppen. Ein Sprung dabei. 22 Bowler, 5 Heiler und in der Clanburg Golem und einen Riesen. Also Live-Angriff hier auf die letzte Base. Mal sehen, ob ich sie geschafft hätte. Ich fange jetzt an den Seiten mit Bowlern an. Ihr seht das hier in der Mitte. Hier sind die Luftabwehren. Die kommen mir also außen schon mal. Da machen die schon mal keinen Schaden. So, wir nehmen erstmal 5 Bowler hier außen. Und ich würde sagen, wir nehmen noch einen Magier dazu. Das gleiche machen wir hier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 und noch einen Magier dazu. Denn hier kommt gleich ich nenne sie immer gerne, da kommt gleich die Prinzessin, aber gut, die ist jetzt Futter für die hier und jetzt kann ich hier eigentlich schon, mein Funnel ist jetzt schon so ein bisschen da und dann gehen wir hier mit einem Heiler noch mehr rein. Ich habe hier so ein paar Mauerbrecher, eigentlich brauche ich hier keine. So, King, Queen hinterher und hier kommen die Loons raus. Okay, da muss ich jetzt meine Truppen einmal richtig durchragen hier. Die sollten hier aber eigentlich springen. Der Sprung war jetzt natürlich suboptimal hier. Naja. Ist aber nicht so schlimm. So ein paar springen hier wenigstens in die Mitte. So ein bisschen habe ich ja noch Truppen da. Okay, der Golem ist mit in der Mitte. Das ist auch in Ordnung. Der tankt jetzt erstmal die gesamte... Oh, nö. Toto, jetzt sag nicht, du hättest diese Base hier nicht geschafft. Aber noch ist hier nichts zu Ende. Muss man mal so sagen. Da hinten knabbern jetzt zwar die knabbern hier an meinen Heilern rum. Okay, dann bringe ich die noch mal in Rage hier. Mal sehen. Der Funnel war echt scheiße. Oh Mann, Toto. Naja, egal. Ist nicht so schlimm.
Und dann müssen wir hier jetzt durch diesen Rest hier jetzt noch durch. Ist natürlich jetzt schwierig. Die 4x-Bogen, die werden richtig Gas geben hier. Gar keine Frage. Und jetzt habe ich auch noch, was habe ich denn eigentlich noch? Ich habe noch zwei Truppen hier. Dann nehmen wir die hier außen auch mal. Jetzt haben wir natürlich keine Heiler mehr. Also auch hier wäre das nur ein Stern gewesen. Also Toto richtig schwach. Der Funnel war hier scheiße. Vielleicht war er auch so unkonzentriert. Muss ich jetzt mal mit leben, dass ich hier nicht mal die letzte Base geschafft hätte. Ich weiß, ich hätte sie sicherlich geschafft. Ich war jetzt auch ein bisschen, nein, ich will mich gar nicht rausreden. Ich habe sie nicht geschafft, Punkt. Ich bin auch ein Scheißzehner, mein Gott. Naja, ist nicht so tragisch. Ich will auf jeden Fall hier jetzt so ein bisschen weiterbauen. Wollte jetzt eben mal schauen. Wir brauchen nämlich, ich wollte auch mit dem Account hier ganz gerne mit dem Buch, bevor es das nächste Buch gibt, die nächsten Clanspiele gehen morgen schon wieder los. Wollte ich in jedem Fall hier so ein bisschen boosten, Boost All. Dann nehmen wir einmal die Pulle hier und dann können wir hier so ein bisschen Truppen und auch Zauber einmal nachbauen. Und ich weiß gar nicht, was ich jetzt habe. 4, 2, 1, 10. 1, 2, 3, 4, 2, 1, 10. Entschuldigt bitte, wir machen sofort weiter. Dann ich springe jetzt aber auf den PC und mache dann von da aus weiter. Da kann ich einfach ein bisschen einfacher aufnehmen. Also kurzer Minicut. Also ganz miese Vorstellung von mir. Und im Moment spiele ich aber auch sehr, sehr wenig. Muss ich mal so sagen. Alles immer so zwischen Tür und Angel. Auch dieses Nachtdorf hier. Der Avatar ist ein frischer BH6 und der hier ist eigentlich noch nicht so stark, aber ist schon etwas stärker als meine Base hier. Vor allen Dingen, ich weiß, Mauern werden schnell überbewertet. Aber ich muss hier trotzdem hier jetzt reinkommen, denn sonst brät mir der Brutzler hier alle meine Barbaren weg und da habe ich keinen Bock drauf, denn der ist wirklich übel. Muss ich mal so sagen, vor allen Dingen, wenn man mit Barbaren angreift, aber ich habe mich ja so ein bisschen nach wie vor auf diese Armee hier eingeschossen und mal sehen, ja, die gehen jetzt auf den Zerschmetterer da auf der Seite, sind jetzt allerdings schon weg. Meine Riesen gehen noch ganz gut durch und meine Kampfmaschine ist auf jeden Fall auf dem Rathaus. Kann auch, oh, entschuldigt bitte, kann ich sie noch mal zünden? Ja, ich kann sie noch mal zünden, aber ich denke mal, das Rathaus wird trotzdem nicht fallen. Doch, es fällt. Oh, die Meisterhütte fällt. 56 ist im Moment sehr, sehr wenig für mich. Ich muss also auch ein bisschen zusehen, dass ich hier zugange komme und mal sehen, wie viel Prozente wir hier noch machen mit dem Werfer hier außen. Dadurch, dass der Minenwerfer, der in der Mitte natürlich nicht gestorben ist, ist sowieso dann schon sehr schwer, dass meine Bomber hier auf Level 10 sind sie immerhin überleben. Ich habe mit diesem Account hier auch erstmal komplett die ersten paar Tage nur die Lager gemacht. Dann brauchte ich mich da schon mal nicht mehr drum kümmern und versuche jetzt natürlich auch den, wie heißt der denn eigentlich hier? Also erstmal den Crusher und den Rooster, den Brutzler hier rauszubringen. Das wird natürlich ein bisschen dauern, bis ich das ganze Zeug zusammen habe. Und ja, immerhin habe ich mal gewonnen und habe hier die Sterne reingefahren. Aber wir gehen hier nochmal zurück in den CK, also ausschließlich RH11 hier. Und was mich allerdings gefreut hat, natürlich wurden hier auch ein paar Dreier eingefahren, gar keine Frage. Auch hier in den oberen, in den sehr, sehr hohen Bereichen hier. Mal schauen. Ja, ich glaube, ich hatte mir so ein paar Kämpfe wenigstens angeguckt, aber ihr seht, dass hier die Base ist alle bockschwer und maxed out. Also was zumindest oftmals Helden angeht, hier mit 47 und was ist das da? Ist das 49, also auch fast maxed out. Die Defense hier ist noch nicht ganz maxed out. Also ich sehe die Bogenschützentürme, die noch richtig was vertragen können. Aber der Kollege hier hat sich halt erstmal auf seine Helden konzentriert. So, und dann ging das hier los mit einem Queen Walk über die linke Flanke hier. Manchmal spricht man ja auch immer von Uhrzeiten, also von 9 Uhr circa. Ja, irgendwann, ich habe mal gesagt, irgendwann bastel ich mir so eine Schablone, die ich mir auf den Monitor und auf mein Tablet legen kann und dann weiß ich wenigstens, wie viel Uhr es gerade in Clash of Clans CK-Angriff ist. Ist manchmal witzig, wenn einige dann sagen, ja, 22 nach 9 da den Funnel ansetzen und dann bei kurz vor halb 11 weitermachen. Und das ist dann immer Millimeterarbeit. Nein, wir lachen natürlich auch gern. Und ihr seht das hier, jetzt geht es hier
mit Bolan, oh, das war ein bisschen zu arg, mit Bolan hier hart in Wut hier, beziehungsweise mit den Hexen hart in Wut auf der Seite hier rein, aber die Masse hier der Bola ist jetzt schon mal in der Mitte. Ich sehe da noch einen Packer, also ist im Moment ein heftiges Gewühl hier. Worden einmal durchgezündet und dann geht das hier weiter durch die Mitte, durch viele Compartments. Im Moment im Rathaus 11 Bereich sind die CK-Bases wirklich so hart gebaut, dass es immer viele, viele kleine Felder gibt. Und da müssen die Truppen natürlich durch. Entweder hast du genug Heilsprung dabei, Sprungzauber dabei, oder die Truppen müssen sich halt durchfressen. Und wenn du eine Masse hast, wie da hinten, mit so einem King und so einem Packer, in Heilung sogar, oder halt hast hier halt richtig viele Bowler, dann geht das natürlich noch. Die schlagen sich hier noch ganz gut durch. Und von außen geht es jetzt schon ein bisschen mit Cleanup los hier mit dem Babydrachen. Auf der anderen Seite auch mit dem Babydrachen. Das ist natürlich super, super gemacht hier am Ende. Und schöner 3 Sterne hier. Also sowohl auf unserer Seite als auch auf Gegnerseite sind hier natürlich auch 3 Sterne gefallen. Keine Frage, aber ich schon ein bisschen packe. Und so ein bisschen hat mich diese E-Mail heute dann auch gefreut. Hier wurde dann heute eine Clan-Mail geschrieben. Also nichts Böses oder so. Sondern einfach nur nochmal so ein Hinweis für einige hier im Clan. Und das hat mich wirklich, wirklich gefreut. Denn man ist endlich dahinter gekommen, dass man vielleicht seine Engineered-Sachen aussetzen soll und soll jetzt einfach mal richtig bauen. So, ich hatte mir die 10, glaube ich, noch angeguckt von Heisenberg hier. Also 8 auf 10 auch mit Maxed Out, Truppen zumindest, noch nicht ganz Maxed Out Helden. Also auch hier eine Bowler Hexenkombi mit einem Heiler. Ich weiß gar nicht, was das soll, ein Heiler. Habe ich auch so noch nie gesehen. Achso, okay, er hat schon welche gesetzt. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Dann sind es wohl 5 Heiler. Geht aber mittlerweile auch wieder mit 4 Heiler. Also einige nehmen oder viele nehmen im Moment 5 Heiler mit. Falls halt ein Heiler so in den ersten Luftabwehrminen schon stirbt, dann hat man noch so einen Nachheiler, also so einen Notheiler, der dann mit einspringt. Und jetzt gibt es hier schon mal richtig, richtig Feuer vom King und von den außenstehenden Teslas hier, kommt hier über die Eckenseite auch rein, beziehungsweise über die Rathausseite vor allen Dingen. Und hier stehen natürlich schon mal viele, viele Lager. Links die Def schießt glücklicherweise jetzt nicht. Ist vielleicht auch ganz gut so. Jetzt kommt der Schweinereiter hier, um die Clanburg zu locken. Da waren hier in der Regel Hexen oder auch Kobolde drin teilweise. Teilweise waren Kobolde drin in der Clanburg, teilweise Hexen mit 1-2 Magiern und einem Babydrache. Also ein Babydrache ist fast immer dabei. Ein Babydrache ist fast immer mit dabei in den CBs. Ich denke, das ist bei euch ganz, ganz ähnlich, dass man die gerne mit reinnimmt, denn auf Max-Level hat er nette Heal-Points und verteilt richtig guten Schaden, vor allen Dingen schneller als ein Drache. Macht er viel, viel schneller, wenn, ich glaube auch nicht ganz so viel, aber er macht es halt viel, viel schneller. Und die Heal-Points müssen auch erstmal runtergeballert werden. Er ist auch ein bisschen wendiger als so ein großer, träger Drachen. Und deswegen wird er sehr, sehr gerne mit anderen Truppenkombis in den CBs genommen. Sowohl im Defense-Bereich als auch natürlich im Offense-Bereich, haben wir jetzt eben gesehen. Und hier können sich aber jetzt die Truppen um den King, die sich alle hier so um den King scharen, also noch richtig viele Bowler, Hexen, ein Bowler rennt außenrum mit so ein paar Skeletten, das ist auch super. Dann rennt nicht alles raus, denn so ein bisschen wird dann an der Seite geklärt. Sonst hast du auch ein Problem, dass viele, viele Truppen plötzlich raus wollen und die ganze Zeit im Feuer stehen. Und jetzt hat er so ein bisschen Glück, dass hier noch reichlich Riesen leben, die jetzt erstmal den Single Inferno hier ablenken. Aber für die Hexen ist natürlich der Single Inferno auch ein gefundenes Fressen. Von außen geht es jetzt los und hier unten hat übrigens die Queen ihren Weg alleine mit den Heilern durchgemacht. Also schönes Ding hier von Heisenberg auf die Nummer 10 vom Clan Bulgaria, aber auch 16er Clan hier. Also im Moment befinde ich mich in einem Gebiet, was doch sehr, sehr schwer ist, beziehungsweise wo es schwer ist, was zu gewinnen. Und ich habe hier ja nicht umsonst Schub an. Das heißt also, ich will wenigstens jetzt noch so 1-2 Farmangriffe, denke ich mal, machen. Und meine Bogenschützenkönigin brauchen noch ein bisschen Dunkles. Jetzt kriege ich natürlich nur ein bisschen Trost. Bonus Dunkles heute, wenn der Clankrieg gleich endet. Also ja, das wird jetzt nicht so viel. Dadurch, dass ich jeweils nur 1 Stern geholt habe, beziehungsweise der Bonus ist ja drin mit 1 Stern. Also auch hier wieder leider nur das Minimalste gemacht. Naja, was willst du machen?
müssen wir durch. Ich habe hier so ein bisschen Farm, so Halbfarm-Armee am Start. Also ich brauche Dunkles und ich brauche so eine Base hier. Erster Schlag hier. Super Geschichte. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich meine Truppen hier auch in die Mitte kriege. Ich glaube, dann gehen wir mal mit dem Queen Walk vor. Ansonsten hätte ich nämlich jetzt meine Riesen mit den Heilern vorgeschickt. Aber so muss ich hier natürlich jetzt gleich irgendwie in die Mitte kommen. Man muss mal schauen, dass wir hier die Päcker und die Riesen gleich reinkriegen, dass wir hier zum dunklen Pott kommen. Hier unten ist die Queen. Ja, das sieht aber ganz gut aus. Es ist mir eigentlich egal, welche Richtung die Queen jetzt weiter geht hier. Mal sehen, wenn die jetzt weiter nach links geht, dann setze ich auf der Seite hier dann einfach meine Riesen. Jawohl, die können wir reinspammen. Müssen wir hier zumindest jetzt schon mal so ein bisschen für Cleanup sorgen. Ich habe ein paar Mauerwächter dabei. Die werden natürlich richtig doof gehen. Und das, was ich jetzt gerade so dabei habe, ist, die machen mir alle meine Riesen kaputt. Mann ey, jetzt machen die mir alle meine Riesen kaputt. Das ist natürlich richtig doof. Ist aber nicht so schlimm. Ich habe noch ein bisschen Truppen hier am Start und wahrscheinlich habe ich sie gar nicht gebraucht. Wir wollen ja zum Dunklen hin. Ja doch, ich brauchte sie jetzt doch und jetzt geht es hier auf jeden Fall rein in die Mitte. Ja, da wollen wir eigentlich hin. Also Glück gehabt. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, da haben wir nochmal Lack gehabt hier und ich denke mal, den dunklen Pott kriegen wir hier auch. Oh, meine Queen, die kriegt ja so richtig Heidewitzka Beschuss hier in der Mitte und ist auch schon. Okay, der hat jetzt keine Infernos. Können wir hier außen? Ja, hier außen können wir noch was machen. Ich denke mal, da können wir diesen Boot, den einen hier noch mitnehmen. Die nehmen wir noch mal richtig im Wut hier. Die Päcker, vielleicht kriegen wir das Rathaus auch noch. Aber ich meine, wir haben jetzt gleich, na, mal sehen, die 50% sind noch nicht da. Aber jetzt sind wir hier im Rathaus und nehmen das hoffentlich mit. Der King muss das jetzt einfach machen. Schafft er das noch? Boah. Tolle Wurst, packt er nicht mehr. Aber 52% hier, wir haben relativ viel Dunkles. Ja, hier hinten habe ich jetzt einen Bohrer vergessen. Naja, was willst du machen? Wir machen noch einen Angriff hier. Den beenden wir erstmal, aber ein bisschen Dunkles reingefarmt. 134.000, bisschen Bonus. Ja, und immer wenn ich keine Kobolde dabei habe, dann treffe ich auf solche Bases hier, wo eigentlich alle Lager schön außen sind und ich mit so ein paar Kobolden hier alles wegpicken kann. Das kann ich leider jetzt nicht machen. Das heißt, ich muss jetzt so ein bisschen mit dieser Armee durch diese Base hier durch. Ressourcen genug hat sie ja, mal sehen, wie viel wir davon mitnehmen können. Ich nehme hier jetzt mal die Riesen und die Heiler vorweg. Und dann schauen wir mal, dass wir auch hier so ein bisschen um die. Eigentlich wäre es mir lieb, wenn nur Päcker raus. So ein Päcker hier rumgeht. Das wäre eigentlich so ein bisschen der Optimalfall. Dass einer außen rumlatscht und mir alle Minen und Sammler holt. Aber dann müssen wir da irgendwie anders durch. So, mal schauen. So ein bisschen habe ich natürlich Fokus stark auf das Dunkle gelegt. Und das sollen und wollen wir in jedem Fall bekommen, wie auch immer. Es wäre natürlich schön, wenn wir noch ein bisschen was anderes auch mitnehmen. Ich setze mal ganz bewusst gerade mal meine Clanburgen nicht. Und muss jetzt aber schon mal meinen King so ein bisschen durchragen und auch die Queen hier einmal so ein bisschen in Rage bringen. So, dann kann er ja hier hinten springen, wenn er Lust hat. Wie schaut's aus? Oh, das sieht ganz gut aus. Und wir nehmen schon mal das eine oder andere Lager hier aus mit. Oh, jetzt ist der, sind da zwei Bogenschützentürme, die mir da hinten den Babydrachen wegmachen. Dann muss ich, glaube ich, jetzt hier noch mal ein bisschen wütend werden mit meinem Packer. Mal sehen, ob die hier nicht doch noch ein bisschen. Ah, oh, die gehen dann noch mal zum Dunklen, ja. Oh, ach, das meiste habe ich hier jetzt verstehen lassen. Ist jetzt alles um das Dunkle rumgegangen? Nee, ne? Das kann ja nun auch jetzt nicht sein. Boah, hier ruckelt es gerade so ein bisschen. Seht ihr das? Und die können jetzt ruhig nochmal nach innen gehen. Aber ich glaube, da geht nichts mehr hin. Jetzt lasse ich den vollen Bohrer hier. Also im Moment ist wirklich alles irgendwie schleppend und schwer. Sowohl der CK als auch das Farm hier mit dem RH10er. Nur kann ich. Also ich finde, so einen, den kann ich dann auch nicht stehen lassen. Da muss ich ein paar Ressourcen mitnehmen. 137.000 mit dem Trostbonus gleich. Können wir immer noch nicht die Queen machen. Naja, sicherlich ein bisschen weiter. Und mal sehen, ob sich die Queen hier noch gegen die Doppelkanone und gegen den Bogenschützenturm behaupten kann. Ich denke mal nicht, denn der Bogenschützenturm ist enorm stark. Und dann auch noch mit Doppelkanone gegen zwei Heiler. Das wird nichts. Das wird, glaube ich, mal nichts. Da hätte ich natürlich jetzt anders vorgehen können.
indem ich, mal schauen, jetzt ist es eh zu spät. Jetzt ist es eh zu spät, die Queen stirbt mir jetzt fast. Und naja, haben wir noch ganz gut mitgenommen. Haben wir noch ganz gut mitgenommen. Und ja, wie gesagt, alles viel zu schwer hier. Ich würde sagen, wir nehmen den Erfolg noch mit. Was war denn das für ein Erfolg hier? 250 Inferno, super. Jetzt kommen die nächsten, wie viel muss ich jetzt noch machen? Jetzt kommen die nächsten 4750 Infernos. Okay, also bis morgen wird das nichts. Aber morgen gibt es auf jeden Fall eine neue Folge von mir, wenn es wieder heißt, der Tode Clash. Und bye bye.